Ja, hier trifft mal wieder die Frage zu, wer hat den längsten? Und man muss sagen, der LTTB hat schon wirklich einen langen Rüssel. Hier ist er jetzt mit seinem 7er Scout, und zwar der 050899, in einem 10er Gefecht gelandet. Das ist so das Gefecht, wo man eigentlich am wenigsten Bock drauf hat mit einem 7er Scout. Natürlich gibt es das Matchmaking her, aber man wünscht sich eigentlich doch eher so ein 8er, 9er. Oh, vielleicht sogar auch nur ein 7er Gefecht, zumindest der Wunsch. Hier hat es ihn leider aber in ein anderes Matchmaking gedrängt und er gibt mal schon Vollgas. Hier direkt Richtung Gegner, Richtung Front. Gerade hier kommen so gerne so mittlere Panzer, kommen hier ganz gern vorbei. Oder TDs stehen hier auf dieser Linie auch gern mal, so die 8er, 9er Linie. Aber scheint ihn nicht zu interessieren. Jetzt hat er einen 1375, den kettet er allerdings nur. 1375 hat hier natürlich den Vorteil in kurzer Form zumindest des Magazins. Hat aber nur einen wirklich anbringen können. Jetzt verschießt er auch noch. Jetzt will er ihn rammen. Ja, man sieht, 1375 mit 150 Schaden. Er selber keinen einzigen. Ja, und weg ist er, der 1375. Das war eine kurze Aufnahme von eben diesen. So, da. Wow, eher ein 100. Da muss er aufpassen. Und da ist eine Arti. Auf die kommt aber nicht drauf. Die sind halt von Häusern und allem drum und dran. Jetzt zoomt er ein bisschen raus, um sich mal da ein bisschen Übersicht zu schaffen. Da kommt ein E50 jetzt auch noch. Und der EN100. Kann jetzt hier den E50 mal eine geben. Jetzt hat er E50 aber in den Blick. Noch einer geht noch. Aber jetzt muss er aufpassen. Nochmal, ja, jetzt hat er verschossen. Jetzt kann er nochmal einen schön anbringen. Schade, dass er hier nicht getroffen hat. Im Sinne von penetriert hat. Kettet ihn jetzt nochmal. Stört hier jetzt sehr gut den Gegner, muss man sagen. Also ist hier wirklich ein kleiner Nervbolt. Auto-Aim und abgeprallt. Kann dann ruhig mal passieren. So, EN100 hat es geschossen. Der kümmert sich jetzt erstmal wohl um seinen Weg nach vorne. Und da kann er dem jetzt nachjagen. Er schaut natürlich, wohin er guckt. Und jetzt seitlich nicht durchschlagen. Jetzt muss er echt aufpassen. Gut gekettet. So, der kümmert sich jetzt wohl eher um den T54. Dementsprechend kann er sich jetzt hier ein bisschen austoben. Hat jetzt auch jetzt einmal durchschlagen und ab nun wird Premium geschossen, so wie es aussieht. Der trifft. Ja, da kann er jetzt ihn hier super ins Heck schießen. Da kann er auch vielleicht das Brennen demnächst mal anfangen. Stand er sogar kurz. Aber hat gelöscht. Und nochmal. Und jetzt brennt er ihn ab. Ist halt so, eher ein 100 ins Heck so lange schießen. Da ist die Brandwahrscheinlichkeit früher oder später einfach mal gegeben. Gegner ist jetzt am Cap dran. Jetzt fahrt er da zurück. Natürlich ist er hier mit dem LTDB so schnell, dass er da ganz entspannt zurückfahren kann. Der IS-3 und der FV. Oh, der ging aber ganz schön knapp daneben. So, jetzt muss er hier decappen. 15 Sekunden noch. Jetzt konnte er decappen. Sehr wichtig. Weil er braucht jetzt hier ganz klar Unterstützung von seinem Team. Naja, gut, der erste kommt und wird gleich zerstört. So, dem FV auch. Also, er ist hier ganz klar der, der sein Team hier gerade dazu verhilft, dass sie hier weiterkommen. Nochmal Hit. Er macht es hier fantastisch. Er spielt den LTDB wirklich sehr, sehr gut. Das muss man ganz klar sagen. Und nimmt jetzt den IS-3 auch noch raus.
FV hat verschossen. Sie wollten uns jetzt hier unbedingt cappen, sind nicht auf die Gegner gefahren. Auch der FV, der will es unbedingt durchcappen, aber dass er hier zurückgesetzt wird, müsste ihm eigentlich klar sein. Auch jetzt nochmal ein kritischer Treffer, setzt natürlich den Cap auch nochmal zurück. Jetzt kann er sich hier ganz in Ruhe austoben, hier auf den Helm schießen. Und nochmal, selbst wenn er jetzt einen fängt, kann er den entspannt rausnehmen. Ja, und macht er und nimmt ihn raus. Der Toffi weg war er. Und 15-11 steht's. Damit ist die Runde besiegelt. Er hat hier 4 Kills gemacht in dem 10er-Gefecht. Hat 4202 Schaden gemacht und auch nochmal 1204 unterstützt. Und das gerade mal in 5 Minuten und 38 Sekunden. Da hat das lange Rohr absolut was geholfen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr lasst mir doch hoffentlich dann auch einen Daumen da. Und ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.